Ja, da schaut's, liebe Schülerinnen und Schüler. Bauer sein ist ein Beruf mit Zukunft. Die Bäuerinnen und Bauern liefern hervorragende Lebensmittel. Sie pflegen die Kulturlandschaft in Österreich. Und der Maschinenring ist jene Organisation, die ihnen tatkräftig zur Seite steht. Der Maschinenring ist ein Dienstleistungsunternehmen geworden, der weit über den bäuerlichen Bereich hinaus Dienstleistungen erbringt, Arbeitsplätze im ländlichen Raum sichert. In diesem Sinne darf ich euch alles Gute für die Zukunft wünschen und auch viel Unterhaltung beim nachfolgenden Film. Hallo und wie gut, dass ihr dabei seid, um in den folgenden Minuten so ziemlich alles über den Maschinenring zu erfahren. Lasst uns aber zunächst mit einem kleinen Österreich-ABC beginnen. Unser Land hat eine maximale Nord-Süd-Ausdehnung von 300 Kilometer und erstreckt sich von West nach Ost, also vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, über 570 Kilometer. Die Gesamtfläche beträgt 83.858 Quadratkilometer und es leben knapp über 8 Millionen Menschen hier. Etwa 60% von Österreich sind gebirgig. Nur 32% der Fläche Österreichs liegen tiefer als 500 Meter. Der tiefste Punkt mit 114 Meter nennt sich übrigens Hedwighof und befindet sich im burgenländischen Apethlon. An der Gesamtfläche unseres Landes hat der Wald einen Anteil von rund 46%. Und der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt über 41%. Alles in allem finden sich in unserem Land also ideale Bedingungen für eine fruchtbare und qualitätsvolle Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die seit Jahrhunderten Landschaften geformt, kulturelle Traditionen geschaffen und gesellschaftliche Entwicklungen beeinflusst hat. Eine Landwirtschaft, die letztendlich auch so etwas Einzigartiges wie den Maschinenring entstehen und wachsen ließ. Rund 5% aller berufstätigen Österreicher arbeiten im sogenannten Agrarsektor und etwa 80% des gesamten Bundesgebietes werden von Bauern bewirtschaftet. Davon sind über ein Drittel Bergbauern. Etwas mehr als die Hälfte aller Höfe werden im Nebenerwerb geführt. Für alle Menschen im ländlichen Raum ist der Maschinenring ein absolut verlässlicher Partner, der die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft steigert, für soziale Absicherung sorgt, neue Einkommenschancen eröffnet, sich immer mehr zu einem starken Partner der Wirtschaft entwickelt und professionelle Dienstleistungen für Unternehmen, Gemeinden oder Privatpersonen anbietet. Wie ihr am Beispiel Winterdienst gerade selbst sehen könnt, eine Dienstleistung, die der Maschinenring mit der Hilfe tausender Bauern flächendeckend in ganz Österreich durchführt. Damit durch Schneeräumungen, Streudienste und Abschlusskehrungen mehr Sicherheit auf Straßen und Gehwegen herrscht. Und das wird ausschließlich von qualifizierten Fachkräften aus der jeweiligen Region gemacht. Flexibel bleiben. Das ist eines der zahlreichen Erfolgsrezepte des Maschinenrings und seiner Landwirte. Daher gibt es natürlich auch in der warmen Jahreszeit ein komplettes Dienstleistungsangebot. Dazu gehört vor allem die Grünraumpflege. Arbeit in der Natur mit dem unschlagbaren Vorteil von zusätzlichem Einkommen. Dort werden Maschinen eingesetzt, die optimal für die jeweiligen Arbeitsschritte geeignet sind. Und für alle Mitarbeiter wird konstant in Sicherheit, Schulungen und Weiterbildung investiert. Kein Wunder, dass sich der Maschinenring in Grünraum-, Landschafts- und Gartenpflege mittlerweile einen guten Namen gemacht hat. Daher ist auch die Nachfrage nach der Pflege von Rasenanlagen, Hecken, Sträuchern und gemeinschaftlichen Grünflächen so besonders groß. Übrigens genauso wie die Gestaltung und Rekultivierung von Grünanlagen und alles, wirklich alles, was mit Bäumen zu tun hat. Gut gemacht, kann man da nur sagen.
Ihr wisst ja bereits, dass mehr als die Hälfte aller Landwirtschaftsbetriebe in Österreich im Nebenerwerb geführt werden. Wie gut, dass es da mit dem Maschinenring auch eine attraktive Plattform gibt, die vor allem diesen Betrieben eine zusätzliche Einkommenschance und somit ein zweites Standbein bietet. Eine Plattform, die starke Verbindungen schafft und Arbeitskräfte in die unterschiedlichsten Bereiche der Wirtschaft vermittelt. Denn genau dort sind gut ausgebildete Fachkräfte und verlässliche Hilfskräfte aus der Land- und Forstwirtschaft mehr denn je gefragt. Und was gibt es denn Besseres als attraktive Jobs in der unmittelbaren Region? Dazu gute Bezahlung, flexible Zeiteinteilung und soziale Absicherung in allen Belangen. Daher setzen auch immer mehr Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, ganz gleich ob Mann oder Frau, auf die Angebote des Maschinenrings und somit auf ein regelmäßiges und sicheres Zusatzeinkommen. Wie so oft ist es nur ein Anruf, der genügt, um einen gut organisierten Einsatz beim Maschinenring abzurufen. Dieses Mal ist es die Betriebshilfe. Wenn ihr mit den Betriebshelfern des Maschinenrings plant, könnt ihr euch auch einen Urlaub gönnen und den Betrieb das ganze Jahr flexibel und professionell führen. Mit bewährten Partnern, die genau wissen, wie und wo sie anpacken müssen. Was übrigens auch eine zusätzliche Einkommensquelle bedeutet. Genauso wie bei der sozialen Betriebshilfe, deren Zweck es ist, in Notfällen rasch eine qualifizierte Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Denn so wird mit der Unterstützung durch den Maschinenring in jeder Situation die Weiterführung des Betriebes sichergestellt, und zwar in ganz Österreich. Und schließlich hat ein Maschinenring doch wohl eindeutig mit Maschinen zu tun. Noch dazu mit ganz schön ordentlichen Brummern. Oder wie heißt es so trefflich? Mit überbetrieblicher Zusammenarbeit und effizientem Einsatzmanagement. Während die einen von einer besseren Auslastung ihrer Maschinen und Geräte profitieren, können die anderen professionelle Agrardienstleistungen von der Saat bis zur Ernte in Anspruch nehmen. Der Maschinenring verteilt also freie Arbeitskapazitäten, um regional bestehende Ressourcen an Maschinen auch bestmöglich auf den Hof zu bringen. Mit qualifizierten Leuten, die damit auch wirklich umgehen können. Man könnte dazu auch sagen, da wird Hand in Hand gearbeitet. Da werden also Aufträge vermittelt, Einsätze organisiert und dann wird dafür auch noch die transparente Abrechnung übernommen. Schließlich ist es doch ganz einfach. Je kürzer der Weg, desto höher sind Nutzen wie Ertrag und desto größer wiederum ist der Gewinn. Dass dabei neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch besonderes Augenmerk auf ökologische Maßnahmen in Sachen Pflanzenschutz oder Düngung gelegt wird, versteht sich dann wohl von selbst. Lasst mich die Vorteile des Maschinenrings, der Einfachheit halber, doch gleich am Beispiel der Silierkette festmachen. Schon allein aus dem Grund, da der Hauptanteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs von Grünlandflächen in Anspruch genommen wird. Einer von vielen Bewirtschaftungszweigen dieser Grünlandflächen dient etwa dem Feldfutterbau für Rinderhaltung und Milchproduktion. Wichtige Produktionszweige der österreichischen Landwirtschaft. Übrigens, Stichwort Ökologie. Österreichs Grünland wird mit äußerst niedrigem Einsatz von Mineraldüngern oder Herbiziden tatsächlich vorbildlich ökologisch bewirtschaftet. Und spätestens jetzt sollte euch ganz schnell klar werden, was die Kooperation mit dem Maschinenring bedeuten kann. Etwa, leichter machen wir es gemeinsam. Oder, Synergien schaffen bedeutet Nachbarschaftshilfe gut zu organisieren. Vergesst dabei bitte die Chancen auf ein Zusatzeinkommen nicht. Oder die soziale Absicherung und all die vielen weiteren Dienstleistungen. Warum ihr das jetzt alles von mir hört? Schließlich seid ihr die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft und habt das beneidenswerte Privileg, in dieser Sparte tätig zu werden, wenn ihr bei euren Eltern nicht ohnehin schon fleißig in die Hände spuckt. Thank you.
Ja, ja, der Bauernhof ist und bleibt ein attraktiver Arbeitsplatz. Und der Maschinenring schafft die dafür nötigen Synergien, um neue wirtschaftliche Perspektiven für jeden Einzelnen von euch zu ermöglichen. Denn eines, worauf ihr tatsächlich stolz sein könnt, wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ganz einfach, dass ihr als wichtiger Bestandteil der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und somit künftige Hüter der Natur für etwa 80% des Bundesgebietes eine hohe Verantwortung tragen werdet. Dass ihr Kultur- und Erholungslandschaften erhalten und nachhaltig für den Schutz des Bodens, des Waldes sowie für die Reinhaltung von Wasser und Luft sorgen werdet. Und in erster Linie werdet ihr dabei die Versorgung eurer Mitbürger in diesem Land und über die Grenzen hinaus mit frischen Nahrungsmitteln sowie allen erdenklichen, qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten sichern. Dabei könnt ihr euch auf eins immer verlassen. Schon erraten? Eben, den Maschinenring.